bin zurück auf meinem Kanal rund um Diamond Painting, Unboxings, Vip-n-Chats und auch mal was anderes, wie zum Beispiel Timo Halls Unboxings. Ja, also ich habe bei der lieben Lulana Cuties bestellt. Ist das nicht süß? Habt ihr vielleicht von gehört? Hauptsächlich bei TikTok und Instagram ist sie vertreten. Sie hat so süße Sachen. Ich wollte vor 2 Monaten schon bestellen. Ich habe immer schöne Bilder gesehen und jetzt habe ich es getan. Sie hatte ein paar Sachen im Angebot nach ihrem Urlaub. Und die Bestellung war ratzfatz gepackt am nächsten Tag. Und ja, ich habe mich mal wieder über die DHL-Leute, Postleute geärgert. Ich war dann auch da, um mir das abzuholen. Und auf der Karte stand bis ab 10 Uhr. Ich war um 9:30 da. Ja, dadurch konnte ich es leider nicht am Wochenende auspacken, weil es am Freitag die Benachrichtigung drin war. Und ab Montag 10 Uhr konnte ich es abholen. Ich habe es natürlich erst Dienstag abholen müssen, weil ich Montag um 9:30 schon da war. Ja, gut. Aber Samstag, ich habe es nicht verstanden, weil Samstag, Freitag, weil meine Waschmaschine schleudert, Leute, tut mir leid. Ich habe es nicht verstanden, weil Samstag arbeiten die ja auch. Und der Rewe, wo das abgegeben wurde, hat auch auf. Auf den Samstag, wieso das dann nicht, aua, Samstag schon abgegeben wurde. Habe ich nicht verstanden. Mein Sohn ist gerade wach geworden. Ich mache mal eben auf Pause. So, wenn es ein bisschen raschelt, dann ist das mein Sohn. Ich komme sonst nicht dazu, das heute noch auszupacken. Wenn es zu laut ist, mache ich zwischendurch mal einen Stoppi. Das ist ganz schön gut zugeklebt. Mit Paketband. Ich möchte da endlich ran. Lass mich doch mein Paket auspacken. Ach, Mensch. Ich möchte da jetzt ran. Mensch, so. Hihi. Oh, guck mal. Wie schön. In seinem Papier. Richtig cool. Oh. Best Gift. Mega süß eingepackt. Da sind Aufkleber bei. Sind die süß. Und ihre Karte. Danke für deine Bestellung und viel Freude damit. Und hier ist ihr Shop. Will ich auch nochmal verlinken. Das sind Sticker. Die kann man auch super für seine Container benutzen. Und aufkleben. Huch. Oh, der Hasi ist ja süß. Ja. Richtig süß. Das ist das Gift, was ich dabei habe. Es ist alles einzeln eingepackt. Ist das nicht schön? Ah, schön. So toll. Das mag ich ja. So viel Liebe. Oh ja. Guckt mal bitte meine Cover mein da. Oh mein Gott, sind die cool. Oh, ich freue mich. Oh Gott. Oh Gott, ist das schön und süß. Oh mein Gott. Ich habe schon Pipi in den Augen. Oh, so süß. Oh, Leute, tut mir leid, aber. Oh. Ist das niedlich. Danke, 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 Liebe. Entschuldigung. Warte, ich habe den Namen vergessen. Tut mir leid. Liebe Katja. Oh Gott. Pikachu und... Oh, kennt ihr doch Pummeluff? Oh, das sind so richtig retro.
Und ich liebe, ich sammle und ich habe ganz viele, sag mal schnell, Glaskugeln. So, Schüttelglas. Du, ihr wisst schon, was ich meine. Und das ist mit einem Hasi und mit zwei Hasis und einer Schleife. Und das finde ich so niedlich. Oh, das sind richtig starke Magnete. Also richtig große. Oh mein Gott, ist das süß. Einfach goldig. Oh, der ist ganz weich. Oh, Pikachu, da wird mein Sohn sich ja freuen, ne? Er liebt ja Pikachu und Kirby. Der ist richtig schwer und. Oh Gott, ist er süß. Ich musste die einfach haben und die Katze mit der Schleife. Guckt unbedingt mal rein. Sie hat so süße Covermine. Sie hat auch diese Patches als Covermine und alles Mögliche. Und man kann auch viel bei ihr personalisieren und als Privatauftrag, Sonderauftrag bei ihr aufgeben. Ja, richtig tolle Covermine. Die sind ja richtig goldig. Jetzt nicht, das passt gerade nicht. So, genau, dann habe ich einen kleinen, den gibt es auch noch in größer, Coverminder-Ständer gekauft. Der ist mit Acrylglas und man kann das bei ihr personalisieren lassen. Da passen so, ja, ich sehe so 7 Stück oder so drauf. Dann hat man hier, kann man hier das hier unten, also dieser Holzblock, wo das nachher reinkommt, kann man personalisieren lassen. Und hier drauf kann man noch was drauf machen. Aber da ich das auch für mein Gewerbe nutzen möchte. Genau, und sie hat noch eins, das ist jetzt ein bisschen, das ein bisschen richtig fest drin ist und ein bisschen größer ist. Aber für mich war es jetzt erstmal ausreichend. Und da kann man halt die Covermine darauf machen. Oh, ist das nicht cool? Genau, ich werde die gleich mal rauf tun. Und ich werde das auch für mein Gewerbe nutzen. Ich habe ja auch Coverminder. Und zur, ich sag mal, zur Präsentation finde ich das ganz cool. Also da passen ordentlich rein. Also da passen nicht 7, 8 drauf. Da passen schon ordentlich an Coverminder drauf in der Größe. Das ist jetzt so eine mittlere Größe von Coverminern. Und ich habe hier nur diese 2 Diamanten mir drauf machen lassen. Als Sticker. Man kann halt hier noch zwischen My Coverminder, da war glaube ich als Vorschlag und hier unten Diamond Painting. Und dann war hier noch so ein Coverminer draufgeklebt. Kann man natürlich auch noch selber machen, wenn man möchte. Das verzieren und was draufkleben. Aber ich möchte das, wie gesagt, auch für mein Gewerbe nutzen zum Fotos machen und für meine Stories bei Instagram. Deswegen wollte ich das so dezent wie möglich haben. Richtig cool, ich freue mich. Dann habe ich noch etwas bestellt. Dann habe ich noch etwas bestellt aus der Story. Hatte sie ein paar Sachen im Angebot, unter anderem Coverminer und diese coolen Sticker hier. Ich bin ja Gamerin, wie ihr wisst. Oder ich zocke auch gerne PlayStation. Hier ist jetzt ein Handy abgebildet. Das fand ich jetzt nicht so schlimm.
Da müsste perfekt wäre es mit einem Controller für mich. Aber ich fand auch dieses Anime-Mädchen mit den Katzenohren ganz süß. Mag ich total gerne. Und dann habe ich diese tolle Hexe hier mit, oh, guck mal, mit Holo-Bezug. Es funkelt in Sternchen. Wow, Leute, guckt. Guckt bitte, wie schön. Und das ist mit ganz normalen, dezenten Holo. Aber passt perfekt zu den. Ich habe ihr überlassen, zu welchen was ist und was ich möchte. Das hat sie dann. Also ich finde, das passt perfekt zu der Hexe. Und diese hier werden wir gleich mal in meinen auf meine Döschen kleben. Das machen wir gleich mal zusammen, wenn ich das noch schaffe, hier mit meinen Kleinen. Dann habe ich, ich lese auch Bücher, ich habe auch einen E-Reader, aber ich habe auch halt Bücher, die ich lese. Ich komme im Moment nicht so zu. Oh, okay. Ich dachte, das ist ein, ja, wie Pappe. Ich hatte jetzt gedacht, dass es ein bisschen dicker ist. Aber ist jetzt gar nicht so schlimm. Okay, hier ist ein Magnet abgegangen. Der Magnet kommt hier ran und dann kann man seine Seite im Buch sozusagen damit markieren. Guck mal bitte, wie süß mit den ganzen Katzen. Und sie liest und süß. Mega niedlich. Den klebe ich da wieder rauf, das ist gar nicht schlimm. Und dann kann man das als Buchmarker benutzen. Dann habe ich, ach, ich wollte mir erst den Sticker hier kaufen. Sie hat ja auch Sticker und passend, ist die nicht schön, die Hexe? Passend zu den, hier, zu den, das sind Kleber für die Döschen, für die runden Döschen. Passend dazu habe ich diesen schönen Sticker bekommen. Genau, diesen Holo-Effekt hat sie auch, Crisp, Sterne oder halt neutral und glaube ich noch was anderes. Mega cool. Das ist ein Sticker und den finde ich mal mega süß. Richtig schön. Guck mal, den kann man, oh, den kann man sich auch schön hier so hinstellen. Dann habe ich noch ein paar andere Sticker mir gekauft. Einmal, ich mag ja Meerjungfrauen richtig gerne. Ich liebe Meerjungfrauen. Dann nochmal, das ist das perfekte Zockerbild, sage ich mal, was zu mir passt. Hier ist ein Controller drauf. Und dieses süße Anime-Mädchen mit ihrer Katze. Richtig cool. Richtig, richtig cool. Und einmal die Grinsekatze von Alice. Genau. Guckt unbedingt bei ihr rein. Das sind so richtig große Sticker. Und richtig cool. Oh, ich freue mich richtig doll. Wirklich. Es ist so süß. Ich habe, wie gesagt, Pipi in den Augen, weil ich das einfach so niedlich und so schön finde. Genau. Richtig cool. Vielen, vielen Dank, Kathi. Katja. Genau, Katja. Vielen, vielen lieben Dank. Richtig schön. Boah, guck mal, und der Holo-Effekt ist richtig, richtig doll. Ja, mein Sohn geht's gut, schon nicht wundern. Der macht manchmal solche Geräusche, weil er tief einatmet. So, und dann können wir die Sticker gleich mal raufmachen. In meine 60er-Box. Das ist für 30, aber es ist nicht schlimm. Passt auch, weil es auch blau ist. Und für kleine Projekte, man kann ihr natürlich bei ihr auch andere Zahlen noch, Zahlenmenge bestellen mit anderen Motiven und Holo-Effekt. Oh, okay. Yay. Genau, es fängt bei 1 an und ich habe da 1 bis 30. Für kleine Bilder ganz cool. Jetzt ist die
22 abhanden gekommen. Ich hoffe, es waren nur die 22. Und... Ach herrje, dann darf ich jetzt erstmal suchen, weil ich die alle durcheinander geschmissen habe. Wir fangen mit der 1 an. Wir machen mal ein paar zusammen und... Mein Sohn räumt gerade den Schrank aus. Ach, ja, die aufregende Zeit ist jetzt... Geht los, wo man auch richtig aufpassen muss. Am besten nehmt ihr, wie ich, eine Pinzette. Huch, oh nein, jetzt habe ich... Okay, die Beschichtung abgemacht und nicht den Sticker hinten. Also nehmt bitte keine Pinzette, um den Sticker hinten zu lösen. Gibt es da irgendwie einen Trick? Ja, die sind leider nicht ganz so fest. Es ist nur etwas dickeres Papier, aber nicht ganz dickes Papier. Aber das geht. Hier ist jetzt der Sticker. Und die passen halt perfekt auf die Döschen drauf. Müsst ihr auch passen, dass ihr nicht oben die, wie ich, diese Beschichtung abmacht, sondern wirklich... Hallo? Mega cool, ne? Ich glaube, mein Sohn hat die Döschen gefunden. Ihr hört es schon. Ja, im Moment hat mein Sohn natürlich viel Blödsinn im Kopf. Alles muss aufgemacht werden, alles muss angeguckt werden. Es ist mega süß, aber es ist auch mega anstrengend. Wir machen noch die zwei Zahlen und dann gucke ich mal, was mein Sohn da fabriziert. Wahrscheinlich habe ich jetzt gleich erstmal ordentlich was aufzuräumen. Ja. Zum Glück kriegt er sie noch nicht auf. In dem Alter ist er ja doch nicht. Er shakt sie gerade, wie ihr hört. Wenn es ganz still wird, dann springe ich auf. Aber im Moment spielt er nur mit den Dosen. Ups. Ah, die kann man auch gut wieder abmachen. Das ist super. Und wenn man die Zahlen hat, dann muss man halt nach der Legende painten. Mit der Nummerierung, dass man die Legende dann vor sich hat. Das geht natürlich bei der Nummerierung nicht anders. Ich habe so nie gepaintet, deswegen habe ich mir erstmal zwei nur geholt. 2x30. Weil ich nicht weiß, wie ich damit klarkomme. Ich glaube, 1 bis 60, das ist natürlich dementsprechend, hat man dann viele Farben, was man auf der Legende auch gucken muss. Deswegen habe ich 1 bis 30 genommen. Ich werde das dann hauptsächlich für kleinere Projekte nutzen. Aber wie süß ist das und wie schön ist das bitte? Wenn die Dosen so schön aussehen. Einfach mega cool. Ja. Ich krieg das jetzt... Ja, ich habe natürlich auch Kunstnägel und die sind ein bisschen dicker als normale Nägel. Ich krieg die hinten nicht so gut ab. Ein bisschen Fummelarbeit. Okay. Tut mir leid für den Lärm. So, das sind jetzt 4 Stück und den Rest mache ich gleich. So, ja, ich finde die Bestellung mega süß. Es gefällt mir richtig. Ich bin glücklich. Ich werde sicherlich nochmal bei ihr bestellen. Es ist einfach so schön. Das sind so schöne Sachen, Leute. Ja, ich freue mich riesig. Guckt bei ihr rein und ich verlinke ihre Instagram-Seite unten. Und genau, dann stöbert mal bei ihr. Sie hat mega süße Sachen und sie hat auch immer neue Sachen zwischendurch. Das findet ihr dann in der Story. So, alles klar, dann zum nächsten Mal und dann... Wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Painten und abonniert mich gerne.
Ich freue mich, wenn wir 500 Abonnenten sind. Also abonniert mich fleißig. Dann mache ich auch eine Verlosung, ihr Lieben. Diesmal mit zwei Diamond Painting Paketen. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.